Hi Leute, ihr habt euch von mir ein Hautpflegeroutine-Video gewünscht und das wollt ihr natürlich heute bekommen. Ich wollte es eigentlich erstmal nicht abdrehen, weil ich dachte, da ist wirklich nicht viel dran an meiner Hautpflegeroutine. Das ist nichts so Besonderes, aber ihr wünscht es euch so sehr und deswegen dachte ich, okay, come on. Also wenn ihr Interesse daran habt und es euch interessiert, wie ich meine Haut so schön pflege, dann würde ich sagen, bleibt dran. Okay, beginnen wir damit, dass ich morgens einfach ins Bad gehe und mein Gesicht mit Wasser und Seife wasche. Simple as that. Ich benutze am liebsten die ganz normale Kernseife von Spike. Ich weiß nicht, ob es mehrere Versionen davon gibt, aber ich kann euch eines schon mal sagen. Meine ist orange und ich glaube, das ist die einzige orange. Also guckt mal rein, wenn ihr könnt. Ganz normale Spike-Seife. Und ja, ich mache Folgendes. Und zwar reibe ich mir das Gesicht ein mit der Seife, lasse es etwas einwirken, bis es schön trocken ist. Dann habe ich das auch das Gefühl, dass die Seife richtig eingedrungen ist. Und dann wasche ich es mir gründlich mit Wasser ab. Schließt dabei bitte die Augen. Wenn ihr die Augen aufmacht, dann kann das ganz schön brennen. Also lasst die Augen geschlossen, bis ihr sicher seid, dass wirklich alles runter ist. Danach kommt der Clou, meiner Meinung nach. Und zwar nehme ich ein Gesichtstuch, was nur für mein Gesicht ist, und tupfe mir das Gesicht trocken. Ich wische es nicht ab, weil das habe ich früher immer gemacht und habe im Laufe der Zeit gelernt und gemerkt, dass es mit Tupfen viel besser ist und meine Haut viel reiner ist, als wenn ich es direkt abwische. Versucht es mal. Vielleicht klappt es auch bei euch. Ich hoffe, es klappt bei euch. Also bei mir klappt es auf jeden Fall. Nachdem ich das gemacht habe, benutze ich meine Gesichtscreme, weil ich halt sehr trockene, naja, nicht trocken, also meine Haut ist eine Mischhaut, ganz einfach. Meine Haut ist, bei jeder Jahreszeit reagiert sie ganz einfach anders und momentan ist sie trocken, aber auch sehr empfindlich. Das heißt, ich kann halt keine Produkte benutzen, die so reich an irgendwelchen Parabenen oder keine Ahnung, was da alles für Zeug drin ist. Verwenden. Deswegen bin ich sehr auf der Alnatura und Alterra Schiene und benutze derzeit eine Hautcreme von Rossmann. Das ist die Alterra Creme. Q10 für reife Haut. Und ja, lacht nicht, Leute. Das hat einfach den Grund, dass ich einfach nur auf der Suche nach einem Produkt war, das konzentriert ist, Feuchtigkeit spendet, aber ideal für meine Haut ist. Und ich bin halt, wie gesagt, noch auf der Suche. Deswegen lasst euch jetzt nicht von dem Namen oder der Bezeichnung der Creme irritieren. Es ist für reife Haut. Ja, ich weiß, meine Haut ist sehr trocken und ich bin 25, also ist sie reif. Ich mache nur Spaß. Ja, ich versuche mich einfach an dem Produkt und es funktioniert prima bei mir. Also meine Haut verträgt sie sehr gut, sie saugt sich richtig auf, aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut während des Tages sozusagen fettet oder so. Gut, als nächstes gehe ich dann meistens duschen und dusche mich dann am liebsten mit der Weleda Granatapfel-Serie. Serie? Nein, ein Shampoo, das ist nur ein Shampoo. Die haben, glaube ich, keine Serie davon. Auf jeden Fall ist das von Weleda. Das ist ein Duschshampoo und ich liebe es. Es riecht total orientalisch, granatapfelig und lecker. Das ist total toll. Also ich seife mich ganz normal damit ein, mache auch nichts Besonderes, wasche das ab, trockne mich danach ab und verwende dann von Neutrogena die Body Lotion. Es gibt verschiedene, bei mir funktionieren alle sehr gut, aber am besten funktioniert die Nordic Berry. Ich habe halt, wie gesagt, sehr trockene Haut, ihr seht das auch immer wieder an meinen Händen. Ihr mahnt mich auch immer ganz artig und sagt, Ashley, geh dir die Hände eincremen. Ja, und das ist meine Go-To Body Lotion. Also die ist mit einer Pump-Applikation, habe ich oft schon in einigen Videos erwähnt. Sehr, sehr praktisch und ja, sie zieht sehr schön ein, fühlt sich richtig geschmeidig an und wenn man unterwegs ist, hat man nicht das Gefühl, dass man klebt. Kennt ihr das? Ich habe manchmal so, bei manchen Bodylotions hat man echt das Gefühl, alles klebt an einem, weil die Bodylotion noch nicht ganz eingezogen ist. Irgendwie ganz strange. Also das macht diese Creme nicht. Und meine Haut ist super weich. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, weiter. Dann, ja, war es das eigentlich, was ich eigentlich jeden Tag mache. Einfach nur Seife, Gesichtscreme, Bodylotion. Seife, Gesichtscreme, Bodylotion. Aber wenn ich mich mal schminke, so wie heute, dann verwende ich natürlich auch Abschminktücher, einfach nur, um das Gröbste wegzukriegen. Da verwende ich von Biokura, das ist, glaube ich, die Aldi. Das ist von Aldi die Hausmarke. Super. Auf einige Drogerieprodukte komme ich irgendwie nicht klar. Deswegen verwende ich das. Das ist top. Und danach wasche ich mir das Gesicht trotzdem nochmal mit Wasser und Kernseife, weil ihr solltet euch nicht nur mit Abschminktüchern quasi abschminken und dann ins Bett gehen. Weil das natürlich auch nicht super ist. Das ist nicht so gut, ne? Nicht so gut. Meine Hände. Ich creme meine Hände ein mit. Ich kann es euch hier mal zeigen. Hier von P2.
die Handbutter Ultra Intense. Ist richtig gut. Das ist so eine richtige schöne, also es ist nicht so Butter aus dem Kühlschrank, sondern eine cremige Butter. Ist einfach geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die fühlt sich richtig toll an. Riecht angenehm. Es gibt so Produkte, die riechen einfach so eklig, aber das riecht so erträglich angenehm. Angenehm. Und zieht gut ein, und weil ich halt sehr, sehr trockene Haut habe, muss ich sagen, top. Also ich verwende das nur einmal und meine Hände sind richtig gut gepflegt. Das kriegt sonst keine Bodylotion, also keine Handlotion, kriegt das bei mir so hin. So, das war's von mir und meiner Hautpflegeroutine. Ich hoffe, ich habe euch nicht alle gelangweilt und ihr konntet einiges mitnehmen. Wie gesagt, meine Hautpflegeroutine ist wirklich nicht so spektakulär, aber sie ist simpel und sie funktioniert. Und ich hoffe, du findest auch deine Pflegeroutine, die bei dir funktioniert. Also ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Video, das auf jeden Fall am Sonntag kommen wird. Und ja, be sunny. Bis dann. Tschüss.